Willkommen bei Windows.at und ein neues Video oder neuen Tutorial. Heute wollen wir euch ein paar coole Neuerungen unter iOS 13 zeigen und wir legen gleich los. Und wir starten gleich mit dem ersten Punkt und das ist der Datensparmodus. Dazu einfach nur in den Einstellungen, dann mobiles Netz müsst ihr hier auswählen und dann Datenoptionen. Und wenn ihr das ausgewählt habt, dann seht ihr hier den neuen Punkt Datensparmodus. Das könnt ihr jetzt einschalten und spart so Datenvolumen, sprich die Apps sind im Hintergrund oder werden im Hintergrund nicht mehr so oft aktualisiert oder nur bestimmte Apps werden im Hintergrund aktualisiert. Auch neu ist hier der Screenshot bei bestimmten Seiten. Wenn ihr nun einen Screenshot macht, wie bekannt wie bisher, ich mache jetzt mal Screenshot, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit unter iOS 13 ganz oben auf ganze Seite. Und das heißt, ihr speichert jetzt die ganze Seite, die ganze Webseite, wie ihr seht, und nicht nur das, was ihr seht. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich auch bearbeiten und als PDF dann abspeichern auf eurem Telefon oder nach wie vor das Ganze auch verschicken, sei es per Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Auch das neu unter iOS 13. Jeder von uns kennt das, ihr startet euren Browser und da sind zig Seiten geöffnet, zig Tabs. Jetzt neu, ihr könnt das Ganze jetzt in den Einstellungen, also so wie hier, seht ihr zum Beispiel, ich habe jetzt hier drei Tabs offen und das Ganze, jetzt kann man das einstellen, damit sich das Ganze automatisch schließt. Das ist jetzt auch neu, iOS 13, dafür in den Einstellungen, dann runterscrollen zu dem Punkt, wo Safari steht. So, da haben wir Safari, da klicken wir jetzt drauf und auch hier nach unten scrollen und dann habt ihr den Punkt Tabs schließen. Und wenn wir jetzt da drauf klicken, dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen, nach einem Tag, nach einer Woche oder einen Monat auszuwählen. Aber natürlich könnt ihr auch im Browser, wenn ihr hier lange auf Fertig mit den Daumen bleibt, könnt ihr alle drei Tabs auf einmal schließen, falls ihr das nicht gewusst habt. Das heißt, lange auf Fertig draufbleiben und dann habt ihr die Möglichkeit, alle Tabs zu schließen, so wie hier in meinem Fall. Auch das ist natürlich möglich. Auch neu ist jetzt der Dark-Modus. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, unter den Einstellungen und natürlich hier auch Anzeige und Helligkeit zwischen hell und dunkel umzuschalten. Dann sieht das Ganze dunkler aus oder schwarz, das sieht dann auch viel, viel besser aus, auch vom Kontrast her. Das könnt ihr euch natürlich jetzt auch einstellen unter der iOS 13 Version und das sieht meiner Meinung nach sehr, sehr cool aus und es ist auch vom Kontrast viel, viel besser. Auch neu, wie gesagt, iOS 13. Bei den E-Mail-Funktionen oder bei den E-Mail-Programmen sind Funktionen dazugekommen, das zeigen wir euch. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine E-Mail gehe und jetzt auf diese antworten möchte, wie bekannt auf diesem Pfeil hier unten, dann habe ich hier viel mehr Möglichkeiten wie weiterleiten, löschen, markieren, E-Mail bewegen, E-Mail archivieren, direkt in Spam bewegen. Auch das ist natürlich jetzt neu dazugekommen unter iOS 13. Das heißt, ich habe hier viel mehr Auswahlmöglichkeiten wie bisher. Und der nächste und letzte Punkt ist anonyme Anrufer sperren. Das heißt, ihr könnt hier die Leute sperren, wenn sie euch ohne Nummer anonym anrufen. Dafür in den Einstellungen, dann hier runter scrollen bis auf Telefon. Wenn ihr auf Telefon seid, nach unten scrollen und hier habt ihr den Punkt unbekannte Anrufer stumm schalten. Nun, wie gesagt, werden anonyme Anrufer stumm geschalten und gesperrt. Von unserer Seite war es das mal jetzt mit den Tricks. In den nächsten Tagen werden wir euch natürlich noch weitere vorstellen. Falls ihr dazu Fragen habt, dann stellt diese wie immer in den Kommentaren. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, euer Windows Power.de Team.